Sholem Asch, od Geata, gewohnt in Bat Yam, nun zu Jaffa. Geata eigene Häuser scheine. Und er ist gestorben und mit gesucht immer zu so, so Libanem, so werden ein Museum von, dem, von seinem Haus. Und Yitzchak hat es Sieber genommen, vor allem hat es gewesen eine wunderbare Arbeit, er hat die kennt schon Maschen persönlich. Und es ist geworden, es ist bis 90 und Tag, ein wunderbarer Haus in Bat Yam, wo es hat übergelost mit einer wunderbaren Kollektion Bilder, mit altmodischen Möbel. Mit, es ist geworden, ein Haus, wo es mir verkommen sehen von allen Ländern. Und er hat es gemacht populär und er war der Verwalter von dem Haus. Aber nachdem, wie mein Mann ist gestorben, Yitzchak Turkow, bin ich rein arbeiten dort. Ja. Ich habe sehr viele Jahre dort gearbeitet. Bis. Nachdem, wie mein Mann ist gestorben, aber gesagt, ich gehe dort arbeiten. Ich habe mich nicht verlassen auf dem Theater. Das ist immer schon ein bisschen schwer. Und so ist es gewesen, sehr, für mich ein wunderbarer Platz, zu bekennen sich mit Literatur, weil es ist eine kolossale, schöne Bibliothek. Und es sind Menschen, die kommen besuchen und ich flieg, euch schon, vielleicht sehe ich, erklären, wer und was sie gewesen soll machen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem. Der, was hat geholfen und aufgestellt dem Sholem Asch, ist gewesen David Ben-Ari, der erste Rosh Hashir von Bat Yam. Und er hat mir auch dort später gesagt, geh rein, die arbeiten. Ich bin eine wunderbare Mischproche mit der mit der jüdischen Schomme und sie fliegen kommen jüdische Schreiber und fliegen machen also Ufen speziell. Aber er ist weg, er ist auch gestorben. Die Mischproche ist verlassen, Bat Yam. Ist geworden dort nicht interessant und der letzte Rosh Hashir von Bat Yam ist bechlau nicht interessiert sich mit Neues. Die letzten zwei Jahre ich wollte nicht vermachen, aber ich gearbeitet habe, also, weil ich wollte, dass ich sein offen. Und ich habe die ganze Zeit erklärt, dass sie will niemanden, sie will nicht reinlassen, niemanden. Sie will nehmen einen Menschen, einen Verwalter. Und ich habe sie gebeten bei sie. Und sie, ich habe gebracht ein paar Menschen, die waren wunderbar für den Platz. Aber es ist gar nicht geworden davon. Und nachdem, wie ich schon ein paar Jahre gearbeitet, also, aber gesagt, ich kann schon mehr nicht arbeiten. Ich habe genommen, ihm jetzt eine Freude, was er gesagt hat, sie wird arbeiten. Und ich habe nicht vermacht. Es ist gewesen ein halbes Jahr und sie hat mehr nicht gewollt. Und dann muss er sich da alles vermacht. Und bis einem Tag haben sie nicht geöffnet. Mit Gerät, mit geschrieben, ich habe geschrieben einen Brief zu dem Rosh Hashir. Für was weiß ich nicht. Es steht vermacht. Das ist der größte Verbrechen, was es kann sein, was man vermacht. Das ist von einem größten jüdischen Schreiber mit einem kolossalen jüdischen Vermögen, was dort ist. Du, eine Bibliothek und sein privater Bücher mit Papieren, mit seinem ganzen Archiv ist geblieben dort und es ist vermacht.